Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am 21. April. Einen wunderschönen Sonntag. Heute ist bei mir relativ früh, denn ich bin auf dem Sprung. Ich bin nämlich heute Abend nicht da. Und darum mache ich das heute früher, dass ihr morgen was zum Anschauen habt. Ich werde es aber so machen, dass oft am Abend oder so erst hochkommt, also nicht gleich am Tag. Wir haben für den Sonntag glückliche Energien. Oh, und schon wieder die Zauberin. Oh, also momentan haben wir sie oft und das heißt, es wird wirklich jeden die Gelegenheit geben, ins Glück, in die Freude zu kommen. Also jeden auf seine Art und Weise. Hab Vertrauen in dich, in dein Leben und dann heilst du. Das ist eine wunderschöne Energie, Kinder. Ein Tag, der sehr glücklich werden kann, ist egal, was da noch kommt, der die Gelegenheit gibt, wirklich ins Vertrauen zu gehen, zu sehen, zu hören, zu fühlen, dass alles gut ist und dadurch automatisch gehst du dann in die Heilung. Sehr schön. Ja, eben, darum sagte ich, ist egal, was noch kommt. Hier ist ein gebrochenes Herz, jetzt in Kummer und Sorgen, aber du fängst an, dir mehr und mehr zu vertrauen, dass trotzdem alles gut ist. Du fühlst es, wenn du in dich hineingehst. Und die Zauberin ist leidenschaftlich. Das heißt, hier kommen wirklich eigentlich eine Reihe von Gelegenheiten, das zu spüren, sich zu spüren, das Glück zu spüren, Vertrauen zu haben, in die Heilung zu gehen und so weiter. Und nicht nur leidenschaftlich, sondern auch noch reichhaltig. Also das sollte ein sehr, sehr, sehr schöner Sonntag sein, wo du auch wirklich jeden Kummer und Schmerz vergessen kannst, wo du aufatmen kannst. Also schöne Energie. Hier ist ein Gewinn, wo man dankbar drüber ist und etwas kehrt zurück. Und zwar ist das, was da zurückkehrt, ist die Zuversicht, ist die Heilung. Es sind schöne Gelegenheiten, schöne Situationen und so weiter. Oben drüber liegt die Bedürftigkeit und die heißt es hier wirklich zu verabschieden. Wir sehen den Kummer und Schmerz und die Bedürftigkeit, die hier diese Karten eigentlich sprengen, die eigentlich konträr dem laufen. Aber es heißt hier an diesem Sonntag, wenn du dich wirklich auf den Tag einlässt, wenn du positiv gestimmt bist und selbst wenn du schlecht aufwachst oder gestern erst diesen oder heute diesen Limbenkummer erlebst, geh spazieren, lass los, genieße den Tag, genieße das jetzt, auch wenn es der Tag nicht sein kann, weil du wirklich Kummer und Sorgen hast, dann genieß die, keine Ahnung, halbe Stunde, wo du unterwegs bist, wo du im Freien bist, wo du dich ablenkst, genieße es einfach und dann kommt das Glück komplett zurück. Du fängst an, alles aus anderen Sichtwinkeln zu sehen. Und das ist hier auch eine Berufung, die immer mehr und mehr gewinnt. Berufung heißt, vertraue dir, komm in deine Heilung. Und das kommst du automatisch. Wenn du das hier genießt, diese Gelegenheiten, die musst du gar nicht bewusst nutzen. Denn ich weiß ja, es heißt immer Gelegenheiten und ich sehe keine und so weiter. Die kommen automatisch. Und wenn sie unbewusst kommen, sie werden dich ein Stück voranbringen. Sie kommen auf allen Ebenen, so wie du es möchtest. Also ein wunderschöner Sonntag, der dich vergessen lässt, was dir eigentlich alles Sorgen und Kummer macht, der deine Bedürftigkeit dich vergessen lässt und dich in eine neue, in ein neues Leben bringt. Das kannst du vielleicht nicht jeden Tag leben, aber diesen Sonntag kannst du es leben, wenn du möchtest. Also genieße diesen Sonntag, er wird richtig schön. Dann kommen wir jetzt ins Energetische und da mag ich jetzt mal reinschauen. Oh, das ist gelbe, hell, ganz hellgelbe Energie und der Rest ist weiß. Ah, hatte ich auch noch nie. Also eine ganz, ganz reine Energie. Das Gelb ist noch so Freude, ist so Sonne, Sonnenlicht, alles, was dir Sonnenlicht für Gefühle gibt, das ist dieses Gelb. Also eine sehr positive Energie, aber das Weiß erst zweimal. Das Weiß heißt universelle Energie, heißt reine Energie. Du verwendest sie so, wie du brauchst. Das heißt, in dir kommt reine universelle Energie hinein, steht dir zur Verfügung und du, wenn du sie
annimmst, wandelst du sie um in Vertrauen, in Heilung, in Glück, in das, was du halt gerade wirklich dringend brauchst. Und darum ist dieser Tag auch so stark. Und das Schöne ist auch hier, wir fühlen uns wirklich berufen, mit Leidenschaft das jetzt auch zu tun. Anfangen, das Leben zu genießen. So, jetzt schaue ich da mal rein, wie der Mensch das so merkt. Okay, also ich sehe einen Menschen grübelnd auf einem Stuhl sitzen. Dann springt er auf, schaltet diesen Fernseher aus, macht irgendeinen Kassettenrekorder oder irgend sowas an und fängt an zu tanzen. Das heißt, die Menschen merken, wenn sie weiter auf diesen Fernseher oder auf die Main Street oder auf die ganzen Nachrichten und alles ist so furchtbar schlimm hören, kommen sie nicht weiter, kommen sie vor ihrem Stuhl und ihre Grübereien nicht weg. Sie machen das aus und kommen in ihre Energie, weil der Mensch macht ja diese Musik an, die er möchte, die ihm gefällt, und kommt dann ins Tanzen, in die Leidenschaft, in die Freiheit, in die Heilung und so weiter. Tanzen ist genauso Heilung wie Lachen, wie sich mit schönen Dingen zu übergeben. Alles, was dich von der Schwingung her hebt, ist Heilung, immer, weil es ein Stück von dir höher schwingen lässt oder dich höher schwingen lässt und damit zum Beispiel der Körper sagt, ach so, wir wollen höher schwingen, ja, dann müssen wir noch was tun, denn ein kranker Körper kann nicht so hoch, also der Körper an sich kann nicht hoch schwingen, wenn er krank ist, du schon. Und das ist ja der Unterschied. Erst handelst du bewusst, im Bewusstsein, und dann zieht der Körper nach. Und wenn du im Bewusstsein, und hier ganz bewusst, weil du den Ruf hörst, dich wirklich wohlfühlen zu wollen, annimmst und das tust, und du hast richtig reichhaltig Gelegenheit dazu, erhöht sich dein Bewusstsein und deine bewusste Schwingung. Der Körper schwingt immer noch nieder, weil er ja krank ist. Aber er sagt, hoppala, wir brauchen nicht mehr krank sein. Wir müssen nachziehen. Der Körper muss nachziehen. Das ist seine Berufung. Er muss so sein, wie du ihn haben möchtest. Dafür ist er nämlich da. Und wenn du ihn zeigst durch deine Schwingung, du willst jetzt hoch schwingen, muss er gesund werden und kommt automatisch in die Heilung. Also Glaubenssätze und so weiter, das lassen wir mal dahingestellt. Das ergibt sich dann immer im Laufe des Heilwerdens, aber so ungefähr funktioniert es. Also du musst erst mal bewusst hochschwingen. Den Körper musst du gar nicht selber hochheben. Der hebt sich von allein, weil er sich an dich anpasst. Wenn du zum Beispiel in dein Herz gehst oder in deine Seele gehst, die schwingt schon so hoch, dass sich du bewusst anpassen kannst und dann der Körper nachzieht. Also mit sich sein höheren Selbst verbinden, ist schon immer eine höher schwingende Sache. Allerdings musst du den Verstand ausschalten. Der funkt da immer wieder rein, der kommt, lässt dich nicht ins Vertrauen kommen, sondern der sagt so ein Kass, so ein Schmarrn, verstehe ich nicht, bla 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 bla. Und dann fragst du dein höheres Selbst, dies, Kummer und Schmerz, was tue ich denn jetzt? Und dein Herz, dein höheres Selbst, je nachdem, sagt, mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Dann kommt der Verstand. So ein Scheiß, so ein Krampf, überhaupt nichts ist gut, das ist doch Blödsinn, was soll denn da noch kommen, und das hatten wir ja gestern auch schon, und letztes Jahr war es auch schon so, und bla 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 bla. Und zieht dich deine Bewusstheit wieder runter, weil du es zweifeln anfängst. Das heißt, die ganze hohe Schwingung deiner Seele, die sie dir in diese Verbindung überträgt, die du spürst, bist ja du. Und wenn du da drin bist, ohne Verstand, schwingst du in diesem Moment sehr hoch und dann kommt der Verstand und zieht dich wieder runter. Und darum sage ich, also du kannst allein, wenn du in dein höheres Selbst gehst oder in dein Herz gehst, und ich sage das deswegen, weil ich der Meinung bin, das Herz ist auch der Platz der Seele.
der Platz von deinem höheren Selbst oder. Also wie immer du das sehen willst. Und darum ist für mich das ziemlich gleich. Wenn du in dein Herz gehst, schwingst du automatisch höher. Nur der Verstand zieht dich wieder runter. Also das ist das, was so passiert. Also du musst nicht deinen Körper irgendwie hochschwingen lassen. Nein, du musst bloß bewusst hochschwingend sein. Dein Körper zieht nach. Hier haben wir den weiblichen Aspekt. Das ist ja der, der wirklich alles Mögliche sieht und auch sieht, wenn du es zulässt, dass hier etwas sehr Schönes wiederkehren möchte, was du schon mal in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form schon mal hattest. Sei es eine glückliche Beziehung, sei es eine gute Beziehung zu deinem Kind, sei es Geld, sei es Besitz, sei es einfach nur schöne Tage, sei es Gesundheit, es ist vollkommen wurscht. Da ist nichts falsch und nichts richtig an der ganzen Sache. Das ist jeder, wie er mag und alles ist richtig. Hier darf etwas wiederkommen, was du schon mal auf irgendeine Art und Weise hattest. Hier ist aber die Zauberin mit Leidenschaft und Heilung. Das heißt, hier würde ich nicht ausschließen, dass es das mehr, als du schon hattest, kommt, weil das ist ein Gewinn. Also das Wiederkehrende ist ein Gewinn. Das heißt also, wenn du einen neuen Partner möchtest, weil du jetzt eben Kummer und Schmerz hast, vergeht dieser Kummer und Schmerz schon mal, indem du dich hier verbindest und es kommt ein neuer oder der alte, je nachdem wiederkehrend, das ist vollkommen wurscht, ein neuer Partner, der noch viel besser zu dir passt wie der alte, obwohl der alte schon gut war. Oder. Also es ist vollkommen wurscht. Du hast Geld verloren, jetzt kriegst du doppelt so viel Geld zurück. Oder. Also malt euch das aus. Egal. Ich brauche da keine Beispiele mehr bringen. Hier oben liegt die Dankbarkeit, denn wir kommen aus dieser Bedürftigkeit raus. Wir kommen aus diesem Kummerschmerz raus, wenn wir wollen. Das heißt annehmen, das heißt diesen Tag genießen und bewusst leben. Und darum habe ich das vorher mit der Seele erzählt. Wenn du bewusst in dein Herz gehst und bewusst durch dein Herz versuchst zu denken, zu spüren, zu sehen, kommst du automatisch höher. Ob du jetzt die Verbindung schon so 100% hast oder nur 25%, ist vollkommen egal. Du schwingst automatisch höher und siehst die ganze Welt aus anderen Augen. Ein gutes Tool, würde ich jetzt fast sagen, probier es mal, wenn du unter Leuten bist. Dass du dir jetzt, ziehst dir mal einen Augenblick zurück, gehst in dein Herz, bleibst im Herz und sagst, okay, ich spreche, fühle und denke die nächsten 5 Minuten nur durch mein Herz. Und gehst dann wieder zurück zu den Menschen. Und wenn du dich dann selbst beobachtest, wirst du sehen, wie unterschiedlich du sprichst und wahrnimmst. Das ist natürlich bei vielen Menschen ein Training, weil uns das Herz verschlossen wurde durch viel Kummer und Schmerz, durch viel Sorgen und. Das ist jetzt vollkommen wurscht. Jeden von uns ist ein Stück weit das Herz verschlossen worden und viele Menschen leiden sehr, sehr drunter. Aber so kannst du es wieder lernen. So kannst du es wieder zum Normalen machen, dass es wiederkehrt, dass du nur durch dein Herz denkst, fühlst, sprichst. Du sprichst nur die Wahrheit, das ist vielleicht nicht immer so gut, aber es ist gut. Erfahrungsgemäß sagt dein Herz auch, nee, das sagen wir jetzt nicht. Das können wir uns ja denken, aber wir sagen es nicht. Also das wird, dein Herz sagt schon auch die Wahrheit. Also da sprichst du sehr, sehr die Wahrheit. Aber es gibt auch Situationen, wo dein Herz sagt, nee, da schaden wir, machen wir nicht. Also das Herz schadet nicht. Und wenn du dann die Aufforderung kriegst, es einfach nicht zu tun oder vielleicht auch mal sogar zu schwindeln, ist das völlig in Ordnung. Weil ich sage ja, es gibt auch schöne Schwindeleien. Und solange wir noch alle nicht Gedanken lesen können, ist das eine oder andere Mal eine Unterstützung für den anderen, um nicht wieder hier in Kummer und Schmerz zu fallen. Also das ist so ein kleines Tool, was man immer wieder machen kann,
brauchst bloß 5 Minuten. Ich gebe mir jetzt bloß 5 Minuten, ich spreche 5 Minuten durch mein Herz und ich sehe 5 Minuten durch mein Herz. Und wenn du dann zurück zu den Menschen gehst, siehst du zwar, sagt der Kopf, oh, diese alte Frau, aber du bist in deinem Herz und sagst, nee, das ist eine Seele. Die, du merkst allerdings auch, wenn du sensibel bist, dass die Kummer hat oder so. Also das schon auch. Aber da kannst du sagen, okay, ist nicht mein Kummer. Wie kann ich der Frau jetzt helfen? Indem ich sie zum Lachen bringe. Oder irgendwas, ein Kompliment mache. Oder irgendetwas, was sie ein bisschen hebt. Ist das meist das Einzige, was du tun kannst. Hilft aber sehr, sehr ungemein. Also du solltest nicht in diesen Schmerz hineingehen. Das solltest du nicht tun. Das ist nicht mein Schmerz. Und bewusst auch sagen, das ist nicht mein Schmerz, das ist der Schmerz von der Frau. Der geht mich nichts an. Wenn sie mich um Hilfe bittet bei einer oder anderen Sache, kann ich ja gern da sein. Jetzt kann ich ihr nur das geben, was ich gerade zur Verfügung habe. Das ist ein Kompliment, das ist ein Lächeln oder. Wenn es eine Freundin ist, dann die Kummer hat, der du da helfen möchtest, sprich durchs Herz. Ganz wichtig, sprich durchs Herz, denn dein Herz wird dich leiten. Was ist jetzt am besten zu sagen? Was ist am besten zu tun? Denn ganz oft bist du ratlos, was soll ich denn jetzt machen? Und wenn du dann zum Beispiel in dein Herz gehst, dann ist oft einfach nur, umarme sie, tröste sie. Ganz oft passiert das, wo du sprachlos dastehst und nicht weißt, was du tun sollst. Und dann heißt es eben bloß, umarme sie, gib ihr die Wärme, gib ihr die Kraft, gib ihr ein Stück von deiner Kraft in diesem Moment und. Ein Stück von deiner Höherfrequenz, ein Stück von deinem Vertrauen und. Und das kannst du ganz bewusst tun. Glaub mir, du verlierst nichts. Ganz im Gegenteil, du gewinnst. Und wenn du in solchen Situationen in dein Herz gehst, entscheidest du anders. Das ist auch, wenn dich jemand ärgert oder wenn du mit deinen Kindern Streit hast oder. Komm runter, komm in dein Herz. Und auf einmal sieht die Situation ganz, ganz, ganz anders aus. Da sagt der Verstand, ich kann doch nicht schon wieder Verständnis haben. Doch, kannst du. Denn auch dein Herz sagt Stopp. Also auch dein Herz gibt dir, wenn du da drin bist, die Aufforderung, das ist zu viel. Das lassen wir uns nicht gefallen. Oder wir sagen Stopp oder. Aber es hat unwahrscheinlich viel Wissen, und sieht hinter den Dingen, wenn dich jetzt ein Kind unwahrscheinlich geärgert hat, sieht dein Herz. Warum? Kein Kind ist böse. Das hat einen Grund, den du nicht weißt, den du in deinem menschlichen Verstand momentan überhaupt nicht sehen kannst. Dein Herz sieht es. Und wenn dein Herz sagt, nee, jetzt nimm dein Kind in den Arm, ist egal, was passiert ist, dann tu das. Das hat alles einen Grund. Wenn du damit mit dir selber noch mehr vertraut bist, kannst du dann immer wieder hinterfragen, warum und wieso, was passiert denn hier. Das ist aber wiederum Übung, absolut Übung. Das ist, ein Energetiker macht im Grunde nichts anderes. Der fühlt sich hinein, der schaut hinein und sieht einfach, weil er durchs Herz schaut, weil er die Energien anschaut, sieht auch, was ist denn da los. Und dann sehe ich zum Beispiel oft, gerade bei Kindern, die so aufstampfen und böse sind und dir tierisch auf den Nerv gehen, eine unwahrscheinlich verletzte Seele dahinter, die einfach Aufmerksamkeit braucht, die geliebt werden will oder. Das kannst du dir als Mutter nicht vorstellen, denn du liebst sie ja über alles. Aber er empfindet es nicht so und darum hör in diesem Moment auf dein Herz, was zu tun ist. Das kannst du auch mit deinem Ehemann machen oder mit deinem Bruder oder mit Freunden oder mit ganz Fremden. Das mache ich gerne im Geschäft, dass ich wirklich bewusst durch mein Herz spreche, bewusst durch mein Herz sehe und ich höre mich immer wieder, wie ich spreche ganz anders. Ich habe viel mehr Verständnis. Also es ist wirklich, es geht von Herzen aus und das Herz ist nicht laut. Ich kann es euch nur mal ans Herz legen, es zu probieren. Und dieser Sonntag eignet sich absolut dafür, absolut. Denn hier ist es leicht. Uns werden die Energien sehr leicht gegeben und leicht gemacht. Da es eine weiße, universelle Energie ist, kannst du sie nutzen, für was du sie nutzen möchtest oder brauchst. Wenn du es bewusst machst, kannst du sagen, ich möchte. Und ich möchte jetzt eben mal gucken, mehr mein Herz spüren, mehr mein höheres Selbst spüren, was für mich irgendwie ein bisschen alles gleich ist. Also ich unterscheide das zwar auch, aber irgendwie passt das immer alles zusammen.
Ich möchte jetzt was, weiß ich was. Ich möchte jetzt gesund werden und nimm diese Energie für Gesundheit her. Dann gehst du durch den Garten, gehst du durch den Wald oder einfach auf der Straße spazieren und siehst dich schon gesund, weil die Energien einfach da sind. Dafür darfst du es nutzen und so weiter und so weiter. Gut, meine Lieben, dann gehe ich jetzt mich fertig machen und ich wünsche euch einen schönen Abend und mir einen schönen Abend. In diesem Sinne, habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe drei Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen, dauert gar nicht lang. Nur dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.